CFC-Trainer Christian Tiffert forderte eine Reaktion nach der jüngsten Niederlagenserie und die sollte er auch bekommen. Chemnitz begann engagiert und hatte die Führung gleich mehrfach auf dem Fuß. Nach einer guten Viertelstunde aber lenkte Alt-Glienickes Torhüter Bethge einen Mensaschuss noch zur Ecke. In der 39. Minute dann der nächste Hochkaräter für die Gastgeber. Tim Kampulka aber zielte etwas zu genau und traf nur das Aluminium. Unter den Augen von Jenas Co-Trainer René Lange präsentierten sich die Gäste aus Alt-Glienicke in Halbzeit 2 verbessert. Tolcay Shiachi mit schöner Einzelleistung, aber Jakub Jakubow parierte exzellent. Alt-Glienicke hatte zuletzt 6-mal in Folge gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert. Und Patrick Breitkreuz sorgte dann in der 89. Minute für ein Novum. Sein Distanzschuss in den Winkel zum 1:0-Sieg bedeutete einen neuen Regionalliga-Rekord mit 7:0-Siegen am Stück. Chemnitz hingegen verliert und steht in der Tabelle vorerst auf Rang 6.